Hallo? Ja, wer ist da bitte? Guten Tag, Sir. Mein Name ist Nina von Shop Online und ich kontaktiere Sie, weil mit Ihrem Namen ist eine Anfrage Oh gekommen, ja, mit dem Namen super. Josef. Ja, Josef, hier ist Sowieso Josef. neu. Wir sind ja mit. Ja, Okay, Sir, was dann. gibt's? Zuerst freut mich, dass wir sprechen und damit ich Sie besser beraten kann, erlauben Sie mir ein paar Fragen zu stellen, ja? Ja, ist Das vollkommen ist in ein Ordnung. Ich Produkt. bin auch sehr extrovertiert, das wirst du im Laufe des Gesprächs merken. Da können wir uns gerne austauschen. Aha. Aha. Okay, sehr gut dann. Ich So, auch. Sir, dann ich wollte Sie fragen, ist das Medikament für Sie oder für jemand anderes? Das Medikament gegen Diabetes. Können Sie mich hören? Können Sie hören? Können Sie mich hören? Okay, also, Antworte nicht ist auf das meine Frage. Medikament für Sie, Sir? Das ist fürs Mittagessen, weil ich habe immer mit Aspartam und probiert und mit so anderen Zuckerersatzstoffen, aber der Scheiß soll ja krebserregend sein. Ja. Und jetzt, weil bei euch drauf steht pflanzlich, probiere ich mal euren Richtig. Zuckerersatzstoff, richtig? Okay, sehr gut. Also, welchen Typ von Diabetes haben Sie? Typ 1 oder Typ 2? Ich wiege einfach zu viel. Okay, ich verstehe. Und wie Überhaupt alt sind Sie, nicht. Sir? Ha? Wie alt sind Sie? Warum sagst du immer Sir zu mir? Sind die nicht bei der israelischen Armee? Nein, Sir, das sind nur auf Prinzip. So fragen wir alle unsere Kunden. Aber kein Problem, wenn Sie das nicht sagen möchten, ist das kein Problem. Ich sage das bestimmt nicht. Was haben Sie denn für einen Dienstgrad? Sie bin ja Feldmarschall Schukow. Okay, sehr kein Problem. So benutzen Sie auch andere Medikamente? Das wollte ich dich auch gerade fragen, aber ja, ich habe auch noch andere Medikamente, ja. Okay. Dann, Sie haben die richtige Wahl gemacht mit Insunol, Willst du mich weil mal das Produkt, wie ich fragen? gesagt habe, Frag mich doch erstmal, welche ja? Medikamente ich nehme. Wenn du hier schon, sagen wir mal, so gefälschte Medizinberatung anbietest, dann mach es doch wenigstens halbwegs seriös. Frag mich doch mal, welche Gefällt, warum Medikamente ich gefällt nehme. es, Sir? Ja, aber ich habe gesehen, dass Sie nicht so viele Informationen für sich selber geben möchten. Also Deshalb habe ich das ich habe gelernt. Ibuprofen, ich habe Natriumglutamat, falls Sie das kennen, und ich habe Blausäure wegen Blausäure. Magenschmerz, Blausäure wegen Magenschmerzen. Senfgas auch noch. Okay. Haben Sie das aufgeschrieben? Nein, wir fragen unsere Kunden, wie ich gesagt habe, als Prinzip. Ja, und ich habe gerade ge gesagt, dass ich Senfgas einnehme. Ist das in Ordnung? Nein, kein Problem. Sie können also mögliche Medikamente benutzen. Das Medikament, das Sie haben, wird Sie keine Nebeneffekte geben, ja? Also nicht wieder Senfgas, weil dann muss ich immer pupsen. Nein, nicht wie das. Das ist gut, weil das ist ziemlich lästig, Alter. Weißt du, hockst du irgendwo im Büro mal so. Und das Ding nennt sich Maskenbrecher, verstehst du? Nicht erst seit Corona, vorher auch schon. Wird regelmäßig von der Industrie aufgekauft. Aha. Ich verstehe. Überhaupt nicht. Okay, sag. Dann warum überhaupt nicht? Du sagst immer, ich verstehe, aber du hast überhaupt nicht verstanden, was ich gesagt habe. Also Sie haben Magenschmerzen. Sie Ja, sind übergewichtig. Wegen der übergewichtigen Blausäure und dem Senfgas habe ich Magenschmerzen und muss furzen, genau. Hilft ihr Medikamente auch gegen? Das Medikament ist eigentlich, es normalisiert den Blutzuckerwert und stellt effektiv die Leber- und Pankreasfunktion wieder her. Die was? Die Leber- und Pankreasfunktion wieder her. Was ist eine Es stimuliert auch die Pankreasfunktion? Insulinproduktion. Ich spreche kein Griechisch. Das ist nicht Griechisch, das ist Deutsch. Aber was ist Kennen ein Sie den ba Pankreas? Nein, was ist Das das? ist ein Organ. Ist die Haut auch ein Organ? Also es stellt effektiv diese Funktion von dem Pankreas. Ja, aber was Stellen ist Sie den das? Pankreas zum Beispiel. Ich frage jetzt das Das ist ein dritte Mal. Organ, Sir. Ja, welches denn? Ich kenne das nicht. Sie kennen nicht den Pankreas. Nein, wer ist das? Ist das ein Philosoph? Ist das ein Politiker? Oder wer ist das? Das ist ein Organ in Ihrem Körper. Ah, wer hat das da reingetan? Ich will Und das gar das ist nicht für die haben. Verdauung. Das ist für die Verdauung. Wenn Sie etwas essen zum Beispiel und das nicht gut funktioniert, das
ist sehr schlecht. Sie sind übergewichtig, haben Sie mir gesagt. Ja, Damit der klar. Pankreas besser funktioniert, ist dieser Medikament. Verstehen Sie mich jetzt? Es ist doch aber gar kein Medikament, wenn da nur Pflanzenzeug drin ist, oder? Was ist da drin in deinem Medikament, Evoschka? Pflanzenextrakt ist da. Wovon denn, Madam? Also, zuerst deshalb Selen. Kennen Sie Selen? Zellen, ja, da bin ich immer inhaftiert, wenn ich zu viel getrunken habe. Ist das eine kleine oder eine große Also Zelle? das hat antioxidative Eigenschaften. Also Er hat Rostlöser, das eine ist gut, das kann ich für meine antidiabetische Pfeilen Wirkung brauchen. und es hilft, den Blutzuckerspiegel zu senken, ja? Den Und dann hat es Blutzuckerspiegel? auch Zink. Ja. Das ist aber schlecht, weil Zucker sage ich verdammt gerne. Wenn das meinen Blutzuckerblattspiegel senkt, dann sind meine Videos nicht mehr so lustig. Blutzuckerspiegel. Blutzuckerspiegel. So. Und es unterstützt auch Ihren Immunsystem. Dann hat es auch Zink. Sie kennen bestimmt Zink. Das ist eine normale Insulinfunktion, ja? Aha. Senkt meinen Okay. Und Blutzuckerspiegel. Taurin. Das muss ich mir, das mache ich mir auf ein T-Shirt. Telefonziege, senkt deinen Super, ja, so Blutzuckerspiegel. machen wir es. Sehr gut. Ja, Sehr gut. Ja, ich richtig. schaue, dass Sie extrovert sind. Ja, jetzt schaue ich das. Ja, sag ich doch. Hast es mir nicht geglaubt am Anfang. Aber ich habe noch gar nicht Doch, angefangen, jetzt glaube ich es. weißt du das? Singst du ein Lied mit mir? Ich habe richtig gute Okay. Laune. Gut, dass Sie gute Laune haben. Ich will auch gute Laune heute haben. Ja, komm, dann kennst du Pokémon? Ja, ich kenne Pokémon. Komm, Warte, ich habe Sie angerufen für. wir singen das Lied zusammen. Ich Komm. habe Sie angerufen. Adin, Ich war. arbeite jetzt, also Ja, deswegen, ja, wenn Sie musst du natürlich gute das Laune haben bestellen bei der Arbeit. möchten, Ja, deshalb klar. bin ich hier. Ich will das bestellen, ja. Ich möchte ein Pikachu und zwei Bisasam haben und ein Abra, weil ich auch immer so gern schlafe. Ah, super, super. Okay, dann haben Sie irgendwelche Fragen für das Medikament? Ja, was für Wechselwirkungen gibt das mit Weizenmehl? Weizenmehl. Ja. Also, ich habe Sie angerufen, damit ich Ihnen Informationen geben kann, damit ich Ihnen beraten kann. Ja, klar. Und deshalb. Deswegen, Also, wenn Sie das für Ihre Gesundheit brauchen. ich möchte wissen, ob es Wechselwirkungen mit Weizenmehl gibt. Das wirst du mir doch beantworten können. Nein, es hat keine Wirkung. Das Medikament hat keine Wirkung? Keine Nebenwirkung. Aber eine Wirkung hat das, ja? Wo dann Die Wirkung bei Ihrer so Gesundheit. richtig Also, damit es Wajomat die. bläht, richtig Durchfall. Nein, Sie werden keinen Durchfall haben, Sir. Wie ich Ich habe gesagt jetzt habe, es gerade hat Durchfall. diese. Und ich finde den Weil Sie das Korken nicht mehr. Medikament noch nicht benutzt haben. Ja, deswegen gib mir das doch endlich her. Ich kann das abholen. Wo ist dein Lager? Sir, wir schicken das mit der Post zu Hause. Wie lange dauert das? 5 Tage. Bis dahin ist die ganze Badewanne voll. Ich schicke dir einen Transportotter, der kommt auf einer Donnerziege geritten. Die kommen das abholen. Gib mir deine Adresse. Adresse. Also, Sir, die Adresse brauche ich von Ihnen, damit ich Ihnen das Medikament schicken kann. Alles klar. Kannst du aufschreiben? Ja, ich kann aufschreiben. Ziggy, das schreibt sich Zeppelin Ida. Gustav, Gustav Y. Bindestrich. Hallo. Ja, ich höre. Und dann kommt Hoden-Kasper-Straße. Welche ist die Postleitzahl? Die Postleitzahl ist 76534. Ja. Also, weil Sie haben eigentlich eine andere Adresse hinterlassen, nicht Ich diese. habe gar nichts Sie haben schon hinterlassen. mal bei uns, Sie haben schon mal bei uns mal bestellt, deshalb sage ich Ihnen. Ich rufe das erste Mal bei Ihnen an. Sie haben mal etwas, steht hier, dass Sie etwas bei uns bestellt haben, bei Shop Online. Was denn? Deshalb sage ich es. Ein anderes Medikament. Ja, aber welches denn? Das wüsste ich doch. Warten Sie, ich muss das schauen. Alcotox. Ach, ja, da war ich besoffen, ich erinnere mich.
Das habt ihr zum Pennymarkt an die Reeperbahn gebracht, ihr. Ihr macht trotzdem noch Deals mit mir. Finde ich echt klasse. Aber das Mittel hat gut geholfen. Freut mich, dass es geholfen hat. Das hat richtig gut geholfen. Das Also. war das beste Investition von meinem ganzen Leben, hier 100 Euro für dieses gefärbte Wasser auszugeben. Ich bin noch nie so glücklich gewesen seitdem. Oder besser gesagt, seitdem nie wieder glücklich gewesen. Aber das ist euch ja egal, ne? Nein, das ist uns nicht egal. Wenn Sie das gut benutzen, natürlich werden Sie auch die Habt ihr. Effekte selber schauen. Soll ich bei Trustpilot schreiben für Sie oder? Nein, kein Problem, das müssen Sie nicht machen. Aber ich möchte das aber machen. Warte, ich guck mal kurz. Trustpilot Health Tester. Der Name hat aber nichts mit Inzest zu tun, oder? Ihr habt gar keinen Trustpilot, warum nicht? Also, soll ich die Bestellung machen? Ja klar. Gibt's heute Sonderangebot? Wie viel möchten Sie bestellen? Einmal zum Probieren. Ab wann gibt's Sonderangebot? Und wie viel muss ich kaufen? Sonderangebot gibt es, wenn Sie zum Beispiel ein Programm machen. Was heißt Programm machen? Zum Beispiel für einen Monat die Medikamente benutzen. Ach so, wenn ich das einen Monat lang benutze, dann kriege ich es günstiger, oder was? Richtig. Wie viel günstiger? Mach mir ein gutes Angebot, das ich nicht Also, ablehnen kann. ja, natürlich. Ja, immer, ne? Wo ist eure Firma, Also, sag Sie haben mir? mir gesagt, Sie haben gute, haben Sie mir gesagt, Sie haben gute Laune, aber mit das, was ich sehe, Sie sind nur ein bisschen sarkastisch mit mir. Ich Warum bin nur eine Sarkastik? Arbeiterin und Sie machen jetzt Spaß, ja? Ich unterhalte mich einfach gerne mit Menschen. Wo ist das Problem? Hast du schlechte Laune oder was? Nein, ich habe keine schlechte Laune, Das aber hört sich aber so an. also wenn Sie drei zum Beispiel bestellen, Aha. haben Sie noch eine gratis von mir Geil. zu neun Dann für nehme ich einen drei Monat lang. Stück. Drei Stück und Aha. eine gratis, dann kostet Ihnen das auch mit Lieferung 136 Euro, wenn Sie diesen Programm wählen. Das ist cool. Wenn Sie nur eine wählen, dann zum Probieren, dann kostet das nur 58 Euro mit Lieferung. Nee. Weil das ist 39 Euro plus. Und wenn ich drei Ja? Stück nehme, ist Versand dann kostenlos? Ja. Dann nehme ich drei Stück. Adin, zwei, drei. Okay. Drei Stück und eine kostenlos, dann 136 Euro. Also, ich krieg dann vier Stück geliefert, oder was? Ja, Sie bezahlen Gut. drei, aber Sie bekommen vier. Das ist der beste Deal. Nimm ich. Okay, dann können Sie mir bitte die Namen im Briefkasten geben. Habe ich doch schon gesagt. Josef Bachmeier. Ja. Okay, und bitte nochmal die Postleitzahl, weil ich muss die neue machen, die neue 7, Adresse. 7, 6, 5, 3, 4. 7, 6, 5, 3, 4. In Baden. Baden-Baden. Solltest du auch mal probieren. Habt ihr die Straße noch von Okay. letztem Mal? Nein, ich brauche die Straßenname noch. Das Kai-Uwe-Meyer-Straße. Aber Sie haben mir etwas anderes gesagt. Was habe ich gesagt? Sigi. Ja. Ja? Also, wie ist die Sigi-Hodenkasper-Straße. Das Straße? ist Firma. Also, welche Straße mu muss ich jetzt machen? Soll Das ich. So, erste oder das zweite? das erste, aber was haben Sie aufgeschrieben? Ziggy und dann weiter? Nein, das habe ich noch nicht Dann aufgeschrieben. müssen wir das jetzt aufschreiben. Ziggy, Bindestrich. Also nicht das Wort jetzt schreiben, ne? Also nur ein Minuszeichen. Ja. Und dann ist das Hodenkasper Straße. Bei dieser Postleitzahl kommt das nicht. Natürlich komm. Was hast du geschrieben? Lies noch mal vor. 7, 6, 5, 3, 4 Baden-Baden, Sigi Nein. Huden, Kasper Straße. Das ist Neubaugebiet. Vielleicht gibt es das noch nicht bei Kataster. Was?
Das ist ein neue Wohnung, neue Haus. Also, Sie wohnen jetzt bei einem neuen Haus. Ja, das ist neu gebaut, neue Straße, neues Haus. Ziggy-Hoden-Kaspar-Straße. Ja, das kommt nicht. Ja, musst du einfach nur reinschreiben, der Ja, ich Postbote weiß, wo ist das. Warten Sie, warten. Ja, bitte. Von wo rufen Sie eigentlich an, junge Frau? Von Berlin. Von Berlin, wo denn da? Welches Ich kann die Stadtteil? Adresse nicht sagen. Welches Stadtteil? Alexanderplatz. Alexanderplatz ist kein Stadtteil. Daran scheitert es aber Hier wirklich ist jedes unser Mal. Büro. Was für ein Ding? Hier ist aber unser Hauptbüro. Ja, aber ich habe gefragt, Hier in welcher Alexanderplatz. Stadtteil das ist, welche Distrikt. Warten Sie für eine Sekunde, weil ich schaue Ihre Adresse Man jetzt. muss ja erst Warten Sie googeln, kurz. ne? Also Ziggy, nochmal. Ziggy minus Hodenkasper Straße. Aber das kommt nicht hier. Das kann auch nicht kommen. Die Straße gibt es seit 3 Wochen. Das ist hier eine neue Straße gebaut. Neue Straße, neues Haus, neuer Neue Straße. Bahnübergang, neue Ampel, neue Straße, genau. Einfach nur reinschreiben. Postbote weiß, wo ist das. Gestern hat auch Kühlschrank gebracht. Okay, und wie war die Nummer, die Hausnummer noch? 24. 24. Okay, so dann in 5 Tagen ist das Medikament für ihn zu Hause, ja? Und dann machen wir wieder per Nachname, oder? Ja, Sie können per Nachname bezahlen. Sauber. Welche Paket kommt? UPS oder wer kommt? DHL kommt. Hören Sie mich? Mit der DHL kommt es. Ach so, DHL. Gut, sehr schön. Ja, Und richtig. gibt's noch irgendwie andere Sonderangebot heute für irgendwas? Traubenzucker oder so? Nein, keine andere Sonderangebote. Es gibt für Cannabis das Medikament. Kennen Sie Cannabis? Für Cannabis? Ja, gib her das Zeug. Am besten als Kekse. Nein, nein, so, das ist ein Medikament, nicht Ja, zum. natürlich, natürlich. Ich hab das auch für medizinische Zwecke. Wie viel kostet 1 Gramm bei dir? Wir verkaufen nicht mit Gramm. Das ist Cannabisöl-Kapseln und drinnen ist Hanföl. Ja, das Kennen ist Sie doch. Hanföl? Ja, kann man das rauchen oder ist das zum Spritzen? Nein, das ist mit Kapseln. Nein, Sir, das ist mit Kapseln zum Einnehmen vor den Mahlzeiten. Was kostet das? Anstatt 49 €, 25 € für Sie heute, das Sie bei uns bestellt Und haben. wie viele sind da drinnen? 20 Kapseln sind da drin. 20 Stück, das ist guter Preis. Das ist besser als, weiß ich, manchmal, wenn ich richtig schlechte Laune habe, dann knall ich mir drei, vier, hier, wie heißt das, Steinpilze rein. Ist das genauso gut? Das weiß ich nicht genau. Das mit der Pilze habe ich noch nicht probiert. Noch nicht? Noch nie Steinpilze, aber Pfifferlinge, Nein. oder? Hast du Pfifferlinge probiert? Pfifferlingpilze? Nein, gar nichts. Auch Nichts. nicht. Da bist du kein Vegetarier, ha? Nein. Oder? Also, machen wir noch die Zusammenfassung und dann sind wir fertig. Wollen Sie noch das Cannabisöl-Kapseln oder? Gibt's das auch als Zäpfchen? Mit Kapseln, Sir. Ja, Kapseln. gibt's das auch als Zäpfchen? Da kann ich die zusammen mit Nein. meinen Ricola Kräuterzucker richtig schön reinpacken. Gibt's nicht? Nein, Sie können das vor den Mahlzeiten nur nehmen. Ach, sofort den Mahlzeiten einführen, ne? Okay, verstehe. Ja, gut, gib Dann her. ich mache noch die Zusammenfassung. Wir sind fertig, ja? Ja, fass mal zusammen. Okay. Ich habe mit Herr Josef gesprochen. Sie Nee. haben bei uns das Produkt insgesamt bestellt. Warte mal, Josef ist der Vorname. Bachmeier ist mein Name. Bachmeier, hier steht auch Harald. Was, Harald? Mein Name ist Josef Ja. Bachmeier.
Okay. Sie haben bei uns das Produkt Instanon bestellt, das monatliche Programm, wo Sie drei Stück bezahlen und eine ist gratis, ja? Aha. Insgesamt bezahlen Sie 136 Euro plus Sie wollten noch die 25 Euro für das Cannabisöl, ja? Mo. Okay. Entschuldigung, Bei der Adresse, das Sie mir gegeben. das war meine Katze, Entschuldigung. Kein Problem, ich liebe Katzen. Ja, mögen Sie auch Vögel? Nein. Bist du nicht gut zu Vögeln? Das ist Also. schade. Du hörst dich eng an. Ja, bei der Adresse 76534 in Baden, ja? Ja, was ist damit? Okay. Das ist die Adresse, ich bestätige das. Die Straße gibt es nicht, aber Sie haben mir gesagt, das ist Ziggy-Huden-Kasper-Straße. Richtig, die ganz neue Straße, das ist Nummer bei 24, kannst du noch neue dazu, Straße, das ist bei okay. Industriegebiet, bei Shopping Center. Industriegebiet. Okay. Dann bezahlen Sie Bargeld, Klar, wenn Bargeld. das Paket bei Ihnen kommt, So okay? machen wir das. Wenn der Kurier kommt. Okay, dann wäre das alles für die Bestellung. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag noch. Gibst du mir dein Alles Instagram Gute. noch? Nein. Warum nicht? Weil nicht. Komm, ich gebe dir meinen. Schreib auf. So. Nein, so ich will nicht Ihren Instagram Willst du haben. mein TikTok haben? Telefonziege. Nein. Bei Nein, das YouTube will ich heiße auch ich auch nicht. so. Okay, so ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch, Das ja? wünsche ich dir auch. Bis Dankeschön. dann. Ciao. Ist mir voll den Korb Bleiben Sie gegeben, Alter. Ich gesund. gehe jetzt Tschüss. echt weinen, Mann. Ich habe mir echt Hoffnung gemacht. Weinen Sie nicht, weinen Sie. So ist das Leben. Können Sie bitte einmal sagen, bitte weinen Sie nicht? Nein, ich kann das nicht sagen. Ach verdammt, das wäre der perfekte Spruch. Das habe ich als Emoji auf dem Kanal. Und wenn weiterhin so viele Leute Mitgliedschaft abschließen, dann haben wir irgendwann einen Bitte weinen Sie nicht Emoji. Weil das haben die indischen Scammer immer gesagt, wenn mit dem Computersupport. Da haben wir die immer verarscht früher damit. Verstehst du das? Ja, ich verstehe das. Glaube ich nicht, aber ist egal. Okay, Chef. Danke, trotzdem schönen Tag noch. Tschüss. Hast du OnlyFans? Auch nicht, scheiße. Ja, das waren mal wieder die Arzneimittel-Inder, die von Hanföl bis Mittel, die dich angeblich von blind wieder sehend machen, alles zu verkaufen haben. Hast du ja auch gerade gehört, nehmen Sie noch Medikamente ein, ja, Natriumglutamat und Senfgas. Keine Kontraindikation mit deren Mitteln natürlich. Warum? Weil das Zeug überhaupt gar keine Wirkung hat. Aber hey, man kann ja mal fragen, kostet ja nichts, nur Überwindung. Es gibt keine dummen Fragen. Es sei denn, man hat die Telefonziege am Apparat und die ist ein Telefonbetrüger, dann wird's hässlich. Aber hey, das ist Berufsrisiko.